Welcher Faktor setzt sich an den Aktienmärkten durch? Ist es die Liquidität, also der monetäre Faktor, oder ist es praktisch, sind es die Fakten, der fundamentale Faktor? Das ist jetzt die große Frage und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was zu erwarten ist. Der fundamentale Faktor scheint relativ klar zu sein. Zunächst mal, dass natürlich die globale Wirtschaft dadurch, vor allem Chinas Wirtschaft, aber auch die globale Wirtschaft durch diesen praktischen Stillstand von China natürlich deutlich nach unten gehen wird, absehbar nach unten gehen wird. Die große Frage ist, wie lange wird das eben andauern? Die Bullen sagen, naja, ist doch praktisch alles schon gegessen. Die Bären sagen, das wird noch viel länger dauern, dadurch wird der Schmerz immer größer. Aber fangen wir vielleicht mal an mit dem monetären Faktor. Da haben wir natürlich mit in Chinas People's Bank of China einen Player, der jetzt besonders aktiv ist, der schon angekündigt hat, mehr oder weniger wird man die Loan Rates, die Prime Loan Rates senken, also praktisch Kreditvergabe in China stimulieren, bestimmte Sätze, ob Reposätze, was auch immer, nach unten nehmen wird. Damit ist sozusagen nicht nur die Fed, nicht nur die EZB, sondern auch die People's Bank of China im monetären Stimuluslager, wenn man so will, ist man schon länger, aber jetzt wird eben die Notenbank in China natürlich da ein bisschen mehr Gas geben müssen, das ist die große Frage. Heute hat Xi Jinping offenkundig mit Donald Trump telefoniert und nochmal gesagt, okay, wir tun alles, um hier die Dinge wieder gerade zu kriegen. Insgesamt ist eben doch die Lage möglicherweise deutlich schlimmer, als die Behörden kundtun. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns aber noch die Fed an, denn das ist vielleicht der zweite entscheidende monetäre Faktor. Die Notenbank hat ja komplett gedreht, ist in den Repo-Markt gegangen, hat Treasury Bills gekauft, Anleihen gekauft, aber man sieht jetzt, man hat die Treasury Bill-Käufe ein bisschen runtergefahren von 35 auf 30 Milliarden und man teilt vor allem am Repo-Markt nicht mehr so großzügig zu. Und da ist viel mehr Nachfrage von Playern am Markt, als eben Angebot hier akzeptiert wird von der Fed. Das heißt, die Fed ist schon ein bisschen derzeit auf dem Bremspedal. Man ist zwar nach wie vor aktiv im Markt, aber man dosiert die ganze Geschichte so ein bisschen runter. Faktisch ist es ja so, dass die US-Banken sich aus dem Repo-Markt komplett zurückgezogen haben, wenn man so will, sodass die Fed da rein musste. Mithin ist also jetzt die Fed der Repo-Markt und das hat natürlich tendenziell eine nach oben offene Liquiditätsfunktion, wenn man so will. Banken in den USA haben begrenzte Liquidität, die Fed hat eine tendenziell unendliche Liquidität. Das natürlich alles ein maßgeblicher Treiber für die Aktienmärkte gewesen. Aber es gibt natürlich auch den fundamentalen Faktor und da schaut es jetzt weniger gut aus. Wir haben zum Beispiel jetzt JP Morgan, die sagen, wir senken unsere BIP-Erwartung für China im ersten Quartal auf 1%. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Man geht auch davon aus, dass die USA schwächer wachsen werden und senkt für die USA seine Wachstumsprognose. Wir haben jetzt vielleicht als entscheidenden Faktor, wann schließen die Firmen in China wieder auf. Toyota, das vier Werke in China hat, hat jetzt gesagt, also wir werden eine weitere Woche auf jeden Fall jetzt geschlossen bleiben. Das sind so Signalfunktionen. Ich glaube nicht, dass jetzt alle wieder sofort nächste Woche an den Start gehen, aber auf jeden Fall wird da dieser Economic Problems sozusagen noch ein bisschen länger andauern, weil eben viele nicht produzieren werden. Wir sehen zwar hier, dass die Infektionsraten, also die neuen Zahlen, so ein bisschen zurückgehen. Allerdings ist diesen Statistiken nach meiner Auffassung in China total zu misstrauen. Das hatte wahrscheinlich keine wirkliche Grundlage, sondern ist inzwischen eine politische Zahl. Und wir haben vor allem Dr. Li Wenliang, der gestorben ist, das ist dieser Mitte 30-jährige Arzt, der mit anderen Ärzten gesagt hat, Leute, wir haben hier ein Riesenproblem. Daraufhin wurde er verhaftet, wurde eingesperrt zunächst mal und hat dann aber nach seiner Freilassung wieder Patienten behandelt und ist jetzt gestorben. Und das zeigt so ein bisschen doch das Problem an der Geschichte. Neben diesem schrecklichen Schicksal ist, dass eben hier auch junge Menschen versterben. Es sind nicht die alten Kranken und sowieso Schwachen, sondern das ist jemand, der offenkundig total im Saft stand und jetzt eben verstorben ist. Großer Aufruhr in Chinas sozialen Medien. Peking musste da unglaublich viel zensieren. Xi Jinping ist derzeit wahnsinnig unter Druck. Die Kritik
am Regime wächst. Da sieht man, dass sozusagen autoritäre Regime durchaus ein Problem haben, weil der Informationsfluss nicht funktioniert, weil sozusagen die Behörden dann weniger effektiv sind, weil alle nur sozusagen an den nächsten Vorgesetzten im Beamtenapparat berichten. Es gibt keine freie Presse. Dadurch werden bestimmte Probleme, bestimmte Skandale gar nicht erst publik. Erst dann, wie bei einem Virus, wenn es eh schon zu spät ist und die ganze Geschichte nicht mehr zu kaschieren ist. Das könnte Chinas Herrschaftssystem durchaus nochmal durchschütteln. Aber wir haben jetzt insgesamt die Situation, 31.000 und mehr Infizierte, Death Toll, also die Toten sind jetzt bei 639. Wir haben aber vor allem die Situation hier auf diesem Kreuzfahrtschiff, das ja vor Japan liegt, wo jetzt 41 Passagiere inzwischen infiziert sind, wie man festgestellt hat. Also massive Ausweitung der bisher 11 Infizierten, wie es gestern Abend noch hieß. Also das halbe Schiff ist verseucht, wenn man so will, darunter 11 Amerikaner. Das wird für die Amerikaner wichtig. Wird sozusagen auch in den USA die Gefahr größer, dass sich hier das Virus verbreitet und mit welchen Folgewirkungen? Wir haben heute Zahlen natürlich, Bums, da ist es mir entschwunden. Das wollte ich nicht zeigen, meine Damen und Herren, sondern das wollte ich zeigen. Das sind die Non-Farm Payrolls, die Sie hier sehen, also die Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Zuletzt waren wir bei 145, heute ist Non-Farm Payrolls Day. Erwartung 160.000 mit Stundenlöhnen, auch wichtig, plus 0,3 zum Vormonat und 3,0 zum Vorjahresmonat. Arbeitslosenquote unverändert bei 3,5%. Gibt einige Faktoren, die für gute Daten sprechen, wie Erstanträge etc., andere, die eher weniger gute Daten erwarten lassen. Wichtig ist, dass jetzt die Behörde in den USA die Zahlen für das gesamte Jahr 2019 auch nochmal revidiert. Und da könnte sozusagen sich zeigen, dass das ganze Bild etwas weniger schön ist, als sie zunächst dargestellt hat. Und wir haben heute Industrieproduktion aus Deutschland. Hier sehen wir den doch sehr deutlichen und drastischen Rückgang zu den Vorjahresmonaten, zuletzt mit leichter Erholung, minus 2,6%, heute die Zahl um 8 Uhr, gestern ja diese wirklich extrem schwachen Industrieaufträge. Es ist also nach meiner Auffassung zu erwarten, dass natürlich jetzt die Zahlen aus Deutschland besonders, das ja doch sehr großes Exposure hat, vor allem eine Volkswagen, viele deutsche Konzerne, dass diese Zahlen jetzt schwächer werden. Insgesamt also sehen wir, die Daten dürften jetzt in nächster Zeit schwächer werden. Frage ist, wie lange dauert dieser Ausfall Chinas? Kann das überhaupt verkraftet werden? Wird das riesige Erschütterungen hervorrufen oder ein temporäres Phänomen sein, wie die Bullen sagen? Das ist sozusagen jetzt die fundamentale Frage neben der monetären Frage. Wer tut was an Notenbanken? Schauen wir uns die Lage in die Charts mal an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, der sich jetzt in den letzten Minuten so ein bisschen hat nach oben pirschen können. Hier an dieser Widerstandszone jetzt agiert. Da wird in Asien nochmal kurz schnell reingekauft. Das ist ja sozusagen der Trick. Vorbörslich wird der Markt bestimmt. Im US-Handel passiert dann gar nicht wie viel. Wer sozusagen nach Handelsschluss in den USA kauft, der ist in der Regel besser dran als während der Session, weil er dann diese Rampe nach oben hat. Schauen wir uns den S&P 500 an. 3.348. Der deutsche Leitindex dürfte reinkommen bei 13.568. Hier sehen wir diesen Spike nach oben unter natürlich maßgeblich riesiger Liquidität. Da nutzen ein paar Jungs die Chance, hier die Kurse zu, naja, in ihrem Sinne zu bewegen, möchte man sagen. Das gilt auch für Tesla-Aktien. Da ist das auch einige Male gelaufen. Wir sind bei 1,0978 Euro Dollar, also unter der 1,10er Marke. Gold bei 1563 und Crude Oil. Das hält sich bei 51 Dollar. Das ist unter 34. Heute Arbeitsmarktdaten. Heute irgendwann vielleicht auch die Ansage weiterer Städte in China. Was kommt? Werden die Werke geschlossen bleiben, die Schulen geschlossen bleiben? Oder versucht man es, wenn man es versucht, dürfte der Anstieg der Virusinfektionen maßgeblich nach oben gehen? Wenn nicht, dürfte der ökonomische Schaden größer werden. Das hat JP Morgan ja gestern sozusagen als Zirkel auch beschrieben, der Problemstellung. Jedenfalls wünsche ich Ihnen erstmal einen wunderbaren Tag. Der letzte Handelstag der Woche, 14:30 Uhr, die Arbeitsmarktdaten auf finanzmarktwelt.de und die Charts waren von Capital.com. Jetzt erst das Allerbeste. Servus und ciao.